Ich brauch dieses Ding da. Was geht ab, Breifresse? Hey! Oh, hallo, Mr. Hicks. Ah. Wie geht es Ihnen? Mir geht's prächtig, Breifresse. Ganz prächtig. Also, wollten Sie irgendwas? Aber sicher. Warum sollte ich mich sonst mit einem Niemand wie dir unterhalten? Natürlich. Ich hab dich vor langer Zeit um etwas gebeten, aber du hast mich ignoriert, weil ich damals der Niemand war. Erinnerst du dich? Ganz ehrlich gesagt? Nein, Mr. Hicks. Egal. Ich hab jedenfalls viel Geduld aufgebracht, hab mir Zeit gelassen. Aber wie du sehen kannst, schmeiß ich jetzt den Laden hier. Ich bin der große Zampano hier drin. Natürlich sind Sie das, Sir. Jeder weiß das. Okay. Und jetzt will ich, was mir rechtmäßig zusteht. Was? Was meinen Sie, Mr. Hicks? Deine Haare, meine ich. Meine Haare? Ja, mir gefällt die Frisur und ich hätte auch gern so einen coolen Schnitt. Also mach deine Haare ab und gib sie mir. Ich soll also meinen Schädel rasieren? Nee, wenn du dir den Schädel rasierst, wird die Frisur im Arsch. Man muss sie doch irgendwie vom Kopf abreißen können, sodass sie ganz bleibt. Hm? War nur Spaß, Mann. Ich verarsch dich nur ein bisschen. Außerdem sieht dein Haarschnitt scheiße aus. Du hast doch nicht im Ernst gemeint, dass mir der gefällt. Du bist echt zum Schießen, Kumpel. Gib mir deine Zähne. Was? Meine Zähne? Wie genau soll das gehen? Der ist doch klar, oder? Ich will deine Zähne. Aber wozu denn? Die würden als Halskette ganz gut aussehen. Was geht's dich überhaupt an? Naja, sind immerhin meine Zähne. Na gut, dann frage ich jemand anders. Jemand, der sich ein bisschen mehr fürs Gemeinwohl engagiert. Können wir mal über deine geliebte rosa Flasche sprechen? Meinen Sie die hier? Genau die. Und wenn da rosa Wismut drin ist, sind wir die besten Freunde. Na, da haben Sie aber Glück, Mr. Hicks. Da steht drauf, rosa Wismut. Woher wussten Sie das? Man könnte sagen, dass ich ein guter Beobachter bin. Aber ehrlich gesagt ist das einfach das einzige rosa Zeug, das ich hier drin je gesehen habe. Verstehe. Wissen Sie, ich habe immer dieses Sodbrennen. Kommt vermutlich von dem Schweinefraß, den es hier immer gibt. Weißt du, Bruno kocht gar nicht so gut, wie er sich einbildet. Wenn wir hier nur was Anständiges zu essen kriegen würden, müsste ich nicht immer diese Flasche mit rumtragen. Verstehe. Weißt du, du gefällst mir. Also sag ich dir Bescheid, wenn ich irgendwo was Gesundes zu essen auftreibe. Oh. Danke, Mr. Hicks. Na gut. In Ordnung. Warum nimmst du es dir nicht einfach, Randall? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wehe, ich muss jetzt ein vierblättriges Kleeblatt finden. Oh mein Gott. Das muss Jakes Nest sein. Ich komme. Der erste Baum, den ich seit... Den soll ich auch... Ein schöner... Ich komme nicht... Da komme ich nicht rein. Was? Das ist ein Haken. Gütig, kommst du da? Warum? Es gibt... Nur ein einziger. Die nehme ich... Der Klee hier wird nie mehr... Die nehme ich nirgendwo... Klee. Ein dreiblättriges Kleeblatt. Die nehme ich... Die nehme ich nirgendwo... Komisch. Ist das überhaupt Klee? An dem Klee sind gar keine Blätter dran. Das muss die scheiß Krähe gewesen sein. Die nehme ich... Ein winziges, dreiblättriges Kleeblatt. Die nehme ich... Komisch. Nicht komisch, trocken. Ein Kleeblatt. Total vertrocknet. Die nehme ich nirgends... Riesending. Die nehme ich nirgends.
Ein echtes... Oh, ich seh's, das eine. Oh. Hey, was haben wir denn hier? Ein original vierblättriges Kleeblatt. Alter Vater. Warum? Jetzt ist es noch eine Gartenklaue. Mal sehen. Oh. Es geht... Da kommt... Nee, Ast. Unmöglich. Da kommt... Okay, irgendwas muss ich damit noch machen. Da muss... Wenn du da... Was habe ich hier noch? Streichhölzer. Okay. Ich habe einen Apfel gefunden, aber wie komme ich an den Apfel? Oh Gott. Morgen. Was geht, Hicks? Spaziergang? Ich informiere mich gern, was in meinem Gefängnis so passiert. Ach, hier ist alles ruhig. Wenn irgendwas passiert, werde ich es dich zuerst wissen lassen. Also, hast du irgendwas über den großen Ausbruchsplan gehört? Tja, nur Gerüchte. Ich weiß, der fette Nerd mit den Klauen hat irgendwas vor. Ich habe dem nie über den Weg getraut. Hm. Ist das alles? Soweit ich weiß. Hey, gibt's was Neues über den Weitspuck-Wettbewerb? Immer das Gleiche. Alle sagen, dass Bruno dieses Jahr Favorit ist. Gab's früher mal andere Favoriten? Ja, vor ein paar Jahren gab's mal so einen komischen Typen, der wirklich gut war. Das Problem war nur, dass der echt einen an der Waffel hatte. Was ist mit ihm passiert? Er kam in die psychiatrische. Sag ja, der war völlig irre. Interessant. Alan? Hattest du nicht mal ein Brecheisen? Ach, hab ich schon lange nicht mehr. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Vielleicht kriegt ja jemand ein neues zum Geburtstag. Ehrlich? Na, mal sehen. Aber du musst ein braver Junge sein, verstehst du? Also, nichts Außergewöhnliches? Nein, nur dass du mich mit Fragen löcherst. Stimmt was nicht, Hicks? Entspann dich, war nur neugierig. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Mach ich. Tja, muss los. Klar, Hicks, man sieht sich. Vergiss... Oh. Was geht hier so ab? Alles klar hier? Alles geht seinen Gang, Mr. Hicks. Jetzt, wo Bruno bei uns mitmacht, können wir nicht mehr verlieren. Freut mich zu hören. Auf der Trophäe steht praktisch schon unser Name, solange es nicht noch irgendwelche Änderungen in letzter Minute gibt. Du meinst wohl, mein Name steht drauf. Aber wir sind doch ein Team, oder? Nein. Okay, Mann, nur die Ruhe. Wir sind doch alle Freunde. Mal was anderes. Gibt's irgendwas, was ihr mir erzählen wollt? Kommt schon. Ich will gut über meinen Knast informiert sein. Dein Knast? Unser Knast, Bruno. Hier ist Platz genug für uns beide. Ja. Es gibt wirklich nicht viel zu erzählen, Mr. Hicks. Ehrlich. Lüg mich nicht an, Norman. Du weißt, ich mag das nicht. Sehen Sie, wir konzentrieren uns 100% auf den Wettbewerb. Wir haben uns einfach nicht viel um irgendwas anderes gekümmert. Echt? Na gut, dann werde ich dir wohl einfach glauben müssen. Wir könnten Sie nie anlügen, Mr. Hicks. Na dann spuckt mal schön weiter. Ich bin weg. Tschüss, Mr. Hicks. Wenn Sie was brauchen, fragen Sie uns einfach, ja? Okay. Nee. Nicht noch mehr. Hey, wer hat dir denn in die Suppe gespuckt? Der Letzte, der sowas gefragt hat, wurde wie eine Kakerlake von seinem Klappe zerquetscht. Das glaube ich gerne. Aber vergiss nicht, wen du vor dir hast. Weißt du, ich brauche ein bisschen Frittierfett und in der Küche habe ich keins gefunden. Du warst in meiner Küche? Entspann dich, Mann. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ja. Also, was läuft denn hier so? Wir trainieren für den Weitspuck-Wettbewerb. Wonach sieht's denn aus? Klar. Wegen dem Frittierfett. Ich muss unter allen Umständen diesen Wettbewerb gewinnen. Der ist morgen, oder? Ja, klar. Wo lebst du denn? Sorry. Hab wohl vergessen, den Spucksport-Newsletter zu lesen. Aber wenn ich was für dich tun kann, spuck's einfach aus. Und vielleicht kann ich mir ja dann das Fett ausborgen. Hey, es gibt gewisse Grenzen.
Ich muss das hoffentlich nicht nochmal sagen. Ruhig, Brauner, ruhig. Naja, es gibt wirklich was, was du für mich tun kannst. Das vierblättrige Kleber. Ich brauche was, womit ich meine Weite nachmessen kann. Doch nicht. Jeder Teilnehmer muss sein eigenes Maßband mitbringen. Und ich hab meins meinem Zellengenossen gestern Abend in den Hals gesteckt. Siehste, man kann sich doch gegenseitig helfen. Zufällig habe ich hier ein Maßband und ich dachte schon, es wäre völlig nutzlos. Also, Problem gelöst. Jetzt musst du mir nur noch das... Du hast ein Maßband? Ist das stark? Ja, aber... Gib's her! Ich wünschte, ich könnte Ihnen berichten, dass Randy sofort danach das Bratfett bekommen hat. Wäre schön, wenn ich Ihnen das sagen könnte. Aber das Gefängnis ist keine Märchenwelt. Also, gibst du mir jetzt das Bratfett? Nein. Jetzt kommt Phase 2. Was ist Phase 2? Das ist die Phase, wo ich dir mein Herz ausschütte und ich mit dir über meine tiefsten Ängste und Sorgen rede. Wenn das gelaufen ist, gibt's 2 Möglichkeiten. Was für Möglichkeiten? Entweder du lachst mich aus und ich bring dich um, oder du hilfst mir bei dem scheiß Weitspuck-Wettbewerb. Okay. Wirst du jetzt sentimental oder was? Okay, lass hören. Also, du hast sicher gehört, dass ich in der edlen Kunst des Spuckens so gut wie unschlagbar bin. So was Ähnliches habe ich Leuten hören, ja? Jetzt verrate ich dir mal ein Geheimnis, Jungchen. Früher war ich richtig gut. Aber die letzten Jahre sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Ich bin einfach nicht mehr so gut wie früher. Aber ich will ehrlich gesagt den Staffelstab noch nicht weitergeben. Noch nicht! Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Im Gegenzug gebe ich dir den Schlüssel zum Frittierfettschrank. Abgemacht? Okay, Bruno. Abgemacht. Was soll ich machen? Ich brauche 3 Sachen, damit ich so gut bin wie früher. Stärke, Weisheit und Glück. Stärke, Weisheit und Glück? Versteh mich nicht falsch, Bruno, aber das klingt ja langsam nach Dungeons and Dragons. Hat damit nichts zu tun, also fang mal an, die Sache ernst zu nehmen. Hörst du? Okay, okay. Okay. Was hat es mit Stärke auf sich? Weißt du, ich bin nicht mehr in derselben physischen Verfassung wie früher. Hab eine Menge Kraft verloren. Und irgendjemand muss mich wieder hochpäppeln. Und dieser jemand bin ich? Genau. Aber ich spuck wie ein Mädchen. Junge, wie lange bist du schon hier? Tja, ehrlich gesagt weiß ich das nach den ganzen Raumzeitschleifen nicht mehr so genau. Du bist gestern angekommen und heute bist du schon der Boss hier. Darüber kann man streiten. Ich seh's in deinen Augen, Junge. Du wirst mein Trainer. Okay. Weißt du was? Ziehen wir's durch. Super. Sag mir, wenn du bereit bist und los geht's. Dein Training beginnt jetzt. Perfekt. Wie sollen wir es angehen? Warum legen wir nicht einfach ein bisschen 80er Classic Rock auf und du machst irgendwas? Ich schau mir das an und nicke dazu. Gefällt mir. Erinnerst du dich an Ivan Drago aus Rocky? Stell dir einfach vor, der ist dein Gegner. Das bringt mich richtig in Fahrt. Gehen wir es an. Alles klar. Wie fühlst du dich? War noch nie besser, als könnte ich die ganze Welt bespucken. Wow, alles in unter einer Minute. Ich bin echt gut. Beste Minute aller Zeiten. Ja, fühl mich bullenstark, obwohl da vielleicht auch die Stierhormone, die ich vor kurzem genommen habe, was damit zu tun haben. Bullenspeiche, das gefällt mir. Das war's aber absolut wert. Sehe ich genauso. Okay, das nächste. Also, okay, was hat es mit dem Glücksding auf sich? Seit ich ein kleiner Junge war, war das Glück immer auf meiner Seite. Ich war schon immer ein Glückspilz. Du weißt aber schon noch, wo wir hier sind.
Wenn du mich nochmal unterbrichst, wirst du's nicht überleben. Okay, okay. Erzähl weiter. Ich hatte immer diese positive Energie in den Adern. Geht's um harte Drogen? Hey, ich verliere gleich die Geduld. Randy, Mensch. Vor ein paar Wochen bekam ich Besuch von einer Krähe. Oh, das war sicher nur Jake. Nein, das war nicht Jake. Ich bin sicher, das war Jake. Das war nicht Jake. Meine Krähe hatte 3 Augen. Oh, oh, der Winter naht. Wie zum Geier kommst du jetzt aufs Wetter? Halt's Maul und hör mir zu. Ich will's nicht nochmal sagen. Ist ja gut. Wo war ich? Ach ja. Seit dem Tag, an dem ich die Krähe sah, hat mein Glück mich verlassen. Das Essen brannte mir an. Mein tragbarer Fernseher ging kaputt. Genau wie die Sprungfedern in meiner Matratze. Also, wirst du mir einen extrem starken Glückstag zusammenbauen müssen, damit der Albtraum aufhört. Da gibt's so ein Rezept von meiner Großmutter. Gut, oha. Ich mach's. Bin nämlich ziemlich gut im Kombinieren von Zutaten. Also, was braucht man, um das Elixier zu brauen? Keine Ahnung. Du weißt es nicht. Wie soll ich's dann machen? Ich dachte, dir fällt vielleicht was ein. Weißt du, du der Kopf und ich die Muckis. Ich dachte, das wäre soweit klar. Wenn du es sagst, also was weißt du noch über Omas Rezept? Es war ein Geheimrezept. Du bist keine große Hilfe. Komm schon, Junge, das kann doch nicht so schwer sein. Du packst einfach einen Haufen Glücksbringer in den Topf und rührst kräftig. Kinderspiel! Wie sieht's mit einem Hufeisen aus? Irgendwo hängt hier eins rum. Siehste, so ist es recht. Ist doch echt nicht so schwer. Tja, ich weiß nicht, wie der Zaubertrank schmecken wird. Aber ich scheiß drauf, ich mach's. Du weißt, was zu tun ist, Junge. Such einfach nach Glücksbringern und misch sie zusammen. Übrigens bin ich laktoseintolerant. Also dann kein super Glücksbringer-Milchshake. Was meinst du mit Weisheit? Naja, du weißt schon. Weisheit eben. Ja, das ist ein bisschen vage. Was genau meinst du damit? Nun, weißt du, vor ein paar Jahren gab's mal so einen Typen, der etwas ungewöhnlich war. Die haben ihn dann in die psychiatrische verlegt, weil er so ungewöhnlich war. Und wo liegt das Problem? Der ist seit heute Morgen wieder hier. Oh, ist der irgendwie gefährlich oder was? Muss ich mir Sorgen machen? Eigentlich nicht. Aber als er in die Klapse kam, war er automatisch vom Spuckwettbewerb ausgenommen. Jetzt ist er zurück und ehrlich gesagt, ist der Bastard besser als ich. Sogar mit dem Zaubertrank und meinem Training. Verstehe. Okay, aber du scheinst nicht so richtig zu verstehen, was Weisheit eigentlich heißt. Ach, glaub ich nicht. Okay. Vertrau mir, Bruno. Das bedeutet nicht das, was du denkst, dass es bedeutet. Egal. Dieser Alan ist ein richtiges Arschloch und ich muss ihn besiegen. Moment mal. Sagtest du Alan? Eben der. Die lebende Legende. Gegen den habe ich keine Chance. Das kann ich vergessen. Alan? Dieser schizophrene Typ mit dem Ballettröckchen? Genau der. Jetzt verstehe ich, warum der in die Klapse kam. Tja, der ist gestern rausgekommen. Also ist er wieder da und wird beim Wettbewerb teilnehmen. Der verdammte Bastard! Ich bin erledigt. Bruno, Bruno, Bruno! Du lässt dich von einem Typen im Ballettröckchen einschüchtern? Ich krieg gleich einen Lachkrampf. Ich will, dass das Arschloch aus dem Turnier fliegt. Du meinst, ich soll Alan kalt machen? Das hast du gesagt. Wär mir aber auch recht. Aber warum hast du es dann nicht einfach selbst? Ich meine, komm schon, du bist der am meisten gefürchtete Insasse hier. Schick ihn einfach auf die Krankenstation. Problem erledigt. So einfach ist das nicht. Jeder weiß, dass er der Einzige ist, der mich schlagen kann.
Wenn ich den anfasse, wäre ich sofort disqualifiziert. Und ich habe ja nicht das ganze Jahr trainiert, damit ich in letzter Minute rausfliege. Okay, okay. Ich schau mal, was ich machen kann. Aber versprechen kann ich nichts. X, ich zähl auf dich. Lass mich nicht hängen. Ich tu mein Bestes. Das höre ich gern. Alles klar. Los, los. Glück. Glück. Das war's. Glaube ich. Aber ich glaube, das war's auch erstmal mit der Aufnahmesession, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!